Hallo und herzlich willkommen zu meinem Rückblick auf meine Wachtelwoche. Am Montag bin ich der Ursache nach der vermeintlichen Vergiftung der Wachteln noch einmal auf den Grund gegangen und habe dann auch tatsächlich herausgefunden, was passiert war. Statt Amaranth, wie ihn mir meine Pflanzenbestimmungs-App empfohlen hat, beziehungsweise ja, das hat die App einfach mal so erkannt aufgrund der Blätter, war es wohl tatsächlich auch zum Großteil schwarzer Nachtschatten. Das Problem ist, und das habe ich in dem Video auch erklärt, das ich euch oben in der Ecke verlinke, dass im jungen Stadium die Blätter des schwarzen Nachtschatten und des Amaranth nahezu gleich aussehen. Also ist es zu einer Verwechslung gekommen. Eine unbeabsichtigte Verwechslung. Statt Amaranth, der eine hervorragende Futterpflanze ist und von den Wachteln wirklich außerordentlich gut aufgenommen wird, gab es wohl öfter auch schwarzen Nachtschatten, der ja nach allgemeinen Erkenntnissen giftig ist für die Wachteln, was dann dazu führte, dass die Legeleistung deutlich nach unten ging. Am Dienstag habe ich einen erneuten Versuch gestartet, Weizengras und Keimfutter aus Weizen für meine Wachteln anzusetzen. Für das Weizengras habe ich extra eine große Anzuchtschale mit den Maßen 60 mal 40 cm benutzt. Weizen, der vorher tatsächlich 6 Stunden eingeweicht war, dort drauf verbreitet, ausgebreitet, in der Hoffnung, dass das Ganze schön super toll keimt und ja, einen schönen Weizengrasteppich für meine Wachteln gibt. Der Versuch sollte auch tatsächlich innen stattfinden, also im geschlossenen Raum, um das Ganze auch im Winter umsetzen zu können und den Wachteln damit auch im Winter die Möglichkeit einer tollen Beschäftigung und ja, auch ein reichhaltiges Zusatzfutter zu geben. Darüber hinaus habe ich in 2 zusätzlichen Gefäßen auch Weizen angesetzt als Keimfutter. Ziel war es tatsächlich, dass dieser Weizen keimt. Der Plan war auch, das Ganze durchzuspülen, 1 bis 2 Mal pro Tag, um zu verhindern, dass es da Probleme gibt. Am Mittwoch war es wieder Zeit für die Küche. Auch wenn ich hier gerade, wie immer, auch zum Livestream in meiner Küche sitze, war es am Mittwoch mal wieder Zeit für ein Rezept. Und zwar habe ich die ersten Tomaten ernten können und ja, die Gelegenheit genutzt, einen tollen Salat, einen tollen Tomatensalat mit Wachteleiern zu machen. Darüber hinaus mit Käse und Schinkenwürfeln und ja, das Ganze schön durchziehen lassen und schmecken lassen. Wirklich super toll. Also mir schmeckt er unheimlich gut. Er bekommt mir auch wirklich gut. Der ein oder andere, beziehungsweise die ein oder andere von euch, hat ja auch drunter kommentiert und hat es nachgemacht. Und da freue ich mich natürlich drüber. Nach einigen Rezepten, was die Nutzung von Eiern betrifft, werden dann künftig auch hin und wieder Rezepte kommen zur Nutzung von geschlachteten Wachteln. Denn das gehört ja für mich zur Zucht und zur größeren Haltung auch dazu. Donnerstag, Livestream-Zeit, 21 bis 22 Uhr. Ich freue mich immer wieder, wenn ich neue Namen dort lese, faktisch neue Gesichter sehe. Es macht mir unheimlich Spaß. Ich freue mich immer auch schon auf diesen Donnerstagabend mit euch und ja, freue mich auch auf die Fragen und finde es toll, was für eine schöne, hilfsbereite Community aus diesem Kanal erwachsen ist. Am Freitag habe ich euch, ja, wieder erwarten, wahrscheinlich für die meisten, erklärt, dass ich auch Wachteleier habe, die zu alt sind. Nicht zu alt zum Essen, aber für mich gefühlt und auch für die Kunden gefühlt zu alt zum Verkaufen. Und da ich in diesem Jahr tatsächlich ja pro Tag 80 bis 90 Wachteleier habe,
komme ich dann auch im Eigenverbrauch nicht so wirklich hinterher. Von daher kommt es tatsächlich vor, dass ich Wachteleier habe, die zu alt sind, die für mich nicht mehr verkäuflich sind und die ich aber auch nicht schaffe, selber zu essen. Und in dem Video am Freitag habe ich euch Möglichkeiten, eine Möglichkeit aufgezeigt, wie diese Eier nutzbar sind, wie sie zu nutzen sind. Um das nochmal ganz klar herauszustellen, die Eier, die ich in diesem Video dort genutzt habe, sind nicht zu alt für den Verzehr, im Gegenteil, aber für mich einfach nicht schaffbar, nicht machbar gewesen. Und von daher habe ich sie einem meiner Meinung nach guten und sinnvollen Kreislauf zugeführt. Gestern am Samstag wollte ich euch freudestrahlend mein Weizengrasfeld, mein beginnendes Weizengrasfeld und auch die super tollen, leckeren Weizenkeimlinge zeigen, präsentieren und konnte euch leider nur einen Fail, einen faktisch Totalausfall präsentieren. Die Keimlinge, die angesetzten Keimlinge in den Gefäßen fingen tatsächlich an zu schimmeln, unheimlich schnell, unheimlich stark, so dass sie nicht mehr nutzbar waren. Es gab auch eine richtig gehende Heißrotte in einem der Gefäße. Also das wurde auch tatsächlich warm, was dann ja dazu führte, dass ich es entsorgt habe und nicht meinen Wachteln gegeben bzw. angeboten habe. Und auch beim Weizengras, ja, das Ergebnis eher sehr, sehr mäßig, auch da vereinzelte Schimmelansätze. Ich habe von der einen oder anderen oder dem einen oder anderen tolle Hinweise bekommen unter den Kommentaren, auf die ich auch schon reagiert habe, die ich mir dann auch dahingehend zu Gemüte ziehen werde, um einen weiteren Versuch zu starten und euch schlussendlich tatsächlich ein tolles Ergebnis der Keimlinge präsentieren zu können. Heute ist nun Sonntag. Das ein oder andere hat es nicht in ein Video geschafft. Eine traurige Nachricht, die Wachtel, die verletzt war und die ich separiert habe, ist leider verstorben. Allerdings nicht aufgrund der Verletzungen, sondern nachdem ich sie gestern tot gefunden habe, habe ich festgestellt, dass sie eine Legenot hatte. Ich bin davon ausgegangen, dass sie aufgrund der Verletzung halt einen etwas geduckteren Gang hatte und sowieso verhalten Wachteln in der Separation sich anders, als wenn sie in einer Gruppe sind, und habe es tatsächlich ja übersehen, nicht bemerkt, dass da offenbar eine Legenot dabei war. Dass kein Ei gelegt wurde, fand ich gar nicht so abwegig, weil schlussendlich das Tier verletzt war und ich aber auch in der Separation das Futter auf ein eiweißreduziertes Futter gesenkt habe bzw. umgestellt habe, so dass von daher eigentlich keine Gefahr hätte bestehen können. Aber sowas passiert und gehört für den ein oder anderen Wachtelhalter leider auch dazu. Das war's von mir, meine Wachtelwoche. Ich glaube, wir sind damit jetzt beim Video 21 aus meinem Projekt 30 Tage, 30 Videos. Ich denke, hoffe, dass ich die nächsten 9 Tage noch gut herumbekomme und euch noch das ein oder andere Video präsentieren kann. Und dann wird es mal eine kleine Auswertung dazu geben, wie sich das Ganze ausgewirkt hat auf den Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise bitte unter das Video. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachsehen, beim Nachschauen der Videos, die euch interessieren oder der Videos, die ihr verpasst habt. Und wir sehen uns am Donnerstag zum nächsten Livestream. Bis dahin, ihr Lieben.